Also Sebastian hat ein Video hochgeladen. In dem Video hat er von einer Fortsetzung gesprochen. Ich habe in meinem Video zwar auch von einer Fortsetzung gesprochen zu Jurassic World, allerdings habe ich auch gesagt, das Ganze wäre ein Reboot. Und das beißt sich so ein bisschen, ne? Reboot und Fortsetzung, das habt ihr mir danach geschrieben, nee, laut Definition müsste ein Reboot eigentlich wieder von null aus anfangen. Und da habe ich dann mal nachgeschaut und ihr habt recht. Also ein Reboot fängt in der Regel irgendwie von vorne an, interpretiert aber eine Geschichte komplett neu. Im Gegensatz zu einem Remake. Ein Remake macht ja einfach nur dasselbe nochmal im Moderne. Da wird wenig dazu interpretiert. Auch ein bisschen was, aber eher weniger. Und dann habe ich Sebastian einfach mal angeschrieben und habe ihn eben gefragt, ey, nicht, dass ich jetzt irgendwie Mist erzähle in den Videos, aber wurde nicht von einem Reboot irgendwas erzählt, weil er ja wirklich von einer Fortsetzung geredet hat. Und da hat er auch gemeint, ja, das Ganze ist noch so ein bisschen unklar. Weil das Wort Reboot wohl nie in den Mund genommen wurde. Es wurde lediglich davon gesprochen, dass man zurück zu den Wurzeln möchte und Neustart hieß es, glaube ich, ja. Was ja ein Reboot wäre. Dieser Neustart könnte aber auch auf eine Fortsetzung bezogen sein. Und Sebastian hat gesagt, er geht davon aus, dass das Ganze so ein Soft-Reboot mehr wird. Das heißt, die Fortsetzung zu Jurassic World wird nach Jurassic World Dominion spielen, wird aber gut wie keinen Einfluss mehr haben. Oder die alten Teile werden eben keine Rolle mehr spielen. Großartig. Das heißt, du musst die alten sechs Filme nicht gesehen haben, um den Film zu verstehen. So. Gut. Ja, also sind wir schon ein bisschen zu früh. Deswegen fangen wir jetzt gleich mal an, hier rüber zu switchen. Und gucken uns an, was der liebe Sebastian zum Thema zu sagen hat. Ich kenne das Video schon, habe es jetzt aber auch nicht komplett auswendig gelernt. Deswegen werde ich dann hier und da auch nochmal einhaken müssen oder einfach mal ein paar Dinge ansprechen, die mir auch noch unklar waren, die noch unklar sind im Endeffekt. Wird jetzt ein bisschen interessanter als sonst, weil es wirklich sehr in der Schwebe ist, was da jetzt genau als nächstes passiert. Also es kommt auf jeden Fall ein neuer Jurassic-Film. Nur in welcher Form, das weiß man dann eben doch noch nicht so ganz genau. Wir switchen mal rüber. So, Macht. Und ich bräuchte dann Kopfhörer. Aber eigentlich kann es nach Jurassic World Dominion nur besser werden. Das dachte ich aber tatsächlich auch nach Fallen Kingdom. Aber im Endeffekt hast du recht. Ich wüsste jetzt auch nicht mehr, wie man das noch schlechter machen sollte. Das wäre wirklich eine Kunst, jetzt nochmal zu versuchen, das kommende Jurassic-Projekt nochmal mehr gegen die Wand zu fahren als Jurassic World Dominion. Tobi hat mir noch nicht zu den Jurassic World 4 Filmen deine Meinung angehört. Wie stehst du dazu? Ist ein bisschen schwer, eine positive Meinung zu bilden? Finde ich jetzt eigentlich gar nicht. Nach all dem ganzen Mist. Wir können gerne auch mal damit anfangen. Wenn ihr das Ganze jetzt hier auf YouTube seht und auf dem Reaction-Kanal von mir auf YouTube, gibt es wirklich Leute, die bekommen einfach einen Totaldurchfall, wenn ich nicht sofort mit dem Video einsteige. Ihr könnt dann auch gerne vorspulen. Dann habe ich bestimmt so einen Timestamp eingeführt. Denn das ist eine ganz gute Frage. Also, was ich davon halte, ich habe da jetzt schon ein Video drüber gemacht. Morgen kommt ein zweites Video zu meiner Meinung mit dazu, wo ich mal auf das ganze Thema eingehen möchte. Um es einfach hier ganz kurz zu klären, ich habe da Bock drauf. Als ich zuerst Reboot gelesen habe, weil die Zeitschrift Deadline hat von einem Reboot geschrieben. Inzwischen schreiben immer mehr Zeitschriften von einem Reboot, aber das kommt eben daher, dass von einem Neustart geredet wurde. Das ist wohl aber einfach falsch interpretiert worden. Ich war ein bisschen ernüchtert danach, als dann immer mehr Leute gesagt haben, ja, das wird zwar irgendwie ein Reboot, aber das Teil wird nach Jurassic World Dominion spielen. Ich hätte mich sehr gefreut über ein richtiges Reboot, über so einen kompletten Neuanfang neu interpretiert. Hätte ich mich wesentlich mehr drüber gefreut. Das Ding wird jetzt halt wohl ein Soft-Reboot werden. Als Beispiel für ein Soft-Reboot, was nicht erschrecken. Resident Evil, die Netflix-Serie, ist so ein Beispiel dafür. Denn die Serie kannst du gucken, ohne die Spiele gespielt zu haben, aber in der Serie selber bekommst du immer wieder mal bestimmte Brocken hingeworfen, die dir auf jeden Fall vermitteln, ja, die Ereignisse aus den Spielen sind auch hier trotzdem passiert. Das könnte eben auch hier so sein. Es könnte passieren, dass wir eben einfach eine Geschichte jetzt bekommen. Keine Ahnung. Die Welt ist von Dinosauriern überrannt worden. Und dann wird immer wieder mal darauf eingegangen, damals der Vorfall am Lockwood-Anwesen ist daran schuld. Und das war's dann aber auch. Dass man da quasi gar nicht viel mehr
Brocken hingestreut bekommt, sondern dass der Zuschauer, der eben jetzt mit dem neuen Jurassic-Film einsteigt, nicht mehr alle alten 6 Filme gesehen haben muss. Was irgendwo auch ganz clever ist, weil damit kannst du wieder anfangen, eine neue Zielgruppe zu erreichen. Es schreckt ja immer sehr viele ab, wenn es heißt, boah, da musst du jetzt so viel davor gesehen haben. Ich habe es bei One Piece zum Beispiel, ich kann One Piece nicht gucken, weil ich dann ganz genau weiß, oh nee, jetzt musst du da irgendwie 3,9 Millionen Folgen hier reinzimmern. Mich schreckt sowas eben ab. Deswegen, ja, also ich habe auf jeden Fall Bock drauf, warum nicht? Ich versuch mir das gerade abzugewöhnen, dass ich gerade einfach alles scheiße finde, außer Marvel, da komme ich nicht dran vorbei. Jetzt fangt ihr auf einmal an, alles Kacke zu finden in den Kommentaren. Das finde ich sehr interessant. Ich finde inzwischen, ich habe mich über den neuen Godzilla Kong Trailer gefreut. Da haben Leute geschrieben, aber die Arme von Godzilla sehen so komisch aus und der ist jetzt ja pink. Ey, dann wurde oftmals rumgejammert, dass ja auch alle Filme, unter anderem auch Jurassic World, fühlt sich alles nur noch gleich an. Und dann kam jetzt hier die Meldung, hier, das soll ein Neustart werden. Die neuen Jurassic-Filme sollen anders aussehen oder anders werden, ein anderes Gefühl vermitteln. Und das finden auch wieder viele Leute einfach scheiße. Ich bin da weiterhin positiv eingestellt. Ich werde mit hohen Erwartungen da reingehen, einfach komplett bewusst mit hohen Erwartungen in Godzilla Kong und in den neuen Jurassic-Film werde ich mir die beiden Dinge angucken. Und wenn ich dann enttäuscht werde, dann war wenigstens die Zeit geil, in der ich mich darauf gefreut habe. Ja. Weil auch viele mögen nicht die ganzen Theorievideos und so, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich finde immer so die Zeit, bevor ein Film kommt, die macht mir unfassbar viel Spaß. Ich habe so viel Spaß damit, Theorien zusammenzuspinnen, mit euch über Dinge zu diskutieren und die Zeit lasse ich mir halt einfach nicht nehmen, indem ich halt sage, das wird eh wieder nix. Ich weiß noch, vor 2 Jahren, wo da ein Artikel von Moviepilot rausgekommen ist, wo die einfach Jurassic World Dominion schon vor Kinostart schlecht reden wollten. Weil gesagt wurde, der Giganotosaurus wäre so ähnlich wie der Joker. Ist ein saudummer Take, weil das bis heute keinen Sinn ergibt, der Satz. Aber deswegen wollten die uns vermitteln, über das Magazin Movie Pilot, ne? Nicht vom lieben Eve, sondern über das Magazin selber. Der Film wird bestimmt scheiße. So an irgendwas ranzugehen, dann lass es halt gleich ganz sein. Wirklich. Also, nee. Deswegen, ich hab Bock drauf, ich freue mich drauf, ich gehe da auf jeden Fall ins Kino. Und ich habe meinen Spaß damit, wie gesagt. Und schlimmstenfalls habe ich halt meinen Spaß mit der Vorzeit. Wenn der Film halt echt total floppen sollte und der nächste Jurassic World Dominion bevorsteht, ey, trotz allem haben wir dann eben eine gute Zeit gehabt mit unseren Theorien. Ich verstehe nicht, warum man über Godzilla meckert, warum der rennen kann. Es sieht befremdlich aus, ja, das schon, aber ich habe mich am Trailer einfach nur erstmal darüber gefreut, dass der halt jetzt ganz anders ist. Das wird jetzt ja wesentlich abgefahrener. Und ich finde sowas schon mal ganz cool. Bei Marvel zum Beispiel ist seit Phase 1 alles gleich. Seit Phase 2, wenn wir ganz fair sind, okay. Da sieht jeder Film gleich aus. Die haben komplett jede Körnung aus den Filmen rausgenommen. Du hast alles nur noch glatt gebügelt. Da ist gar nichts mehr übrig. Ja. Okay, so viel dazu. Und jetzt fangen wir an mit Sebastians Meinung. Und, ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr ganz, was er dazu gemeint hat. Ich weiß aber grob, ja, was im Video vorkommt, denn deswegen habe ich ihm ja auch erst dann geschrieben. Macht euch bereit für die Dinos, denn es geht zurück nach Jurassic World mit einer komplett neuen Ära. Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und genau darüber wollen wir jetzt mal sprechen, weil es wurde jetzt tatsächlich vierter Jurassic World Film angesprochen. Was wir da New Jurassic World Movie in Works with David Koepp Writing Exclusive. Genau. Das ist vollkommen richtig. Und ich habe auch mal geguckt gehabt, das ist jetzt hier vom Hollywood Reporter, meine ich, der Artikel, ne? Müsste sein. Man sieht es halt auch gerade nicht, leider. Aber ich glaube, er sagt es gleich auch nochmal. Der Hollywood Reporter hat nämlich kein Wort darüber verloren, dass das ein Reboot sein sollte. Und ich habe dann auch mal mir die Arbeit gemacht und habe mich hingesetzt und habe mal geschaut, ab wann das angefangen hat. Also du kannst ja gucken, bei einem Artikel, wo sind die Quellen angegeben, dann kannst du da eben draufklicken und kannst die Quelle nochmal überprüfen. Wenn du das ganz weit zurückverfolgst, das sind 2, 3 Quellen gewesen oder sowas, dann merkst du, dass einfach irgendwann aus dem Nichts heraus von einem Reboot gesprochen wurde. Es gab nicht mal eine Einleitung, so wie man hätte das interpretieren können, dass jetzt jemand hier von einem Reboot spricht.
Und dann fängt quasi eine Zeitschrift an, von einem Reboot zu schreiben, sowas wie Deadline zum Beispiel. Und alle anderen Idioten, mich mit eingeschlossen, übernehmen das dann eben einfach. Und Sebastian meinte halt auch, ja, doch so ein Soft-Reboot, das wäre, hätte er auch mitbekommen. Und ich denke einfach mal, dass Filmstarts da auch ein bisschen mehr Infos hat als ich selber. Also ein Soft-Reboot, das hört sich auch einfach am vernünftigsten an. Gerade dass wir jetzt ja eben eine Welt aufgebaut haben in Jurassic World Dominion, die riesengroß ist. Dinosaurier sind jetzt überall. Viele Leute mochten aber Jurassic World eben nicht, gerade Dominion nicht. Also macht es eben Sinn, dass wir diese Welt weiter ausbauen und eben einen Neustart machen mit der Tonalität. Dass wir quasi einen vielleicht düsteren Ton bekommen. Wir erleben keine globale Riesengeschichte mehr, sondern eher jetzt eine kleinere Story. Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Wenn der Spinosaurus in Jurassic World 4 vorkommt, freue ich mich wie ein kleines Mädchen. Ja, bin ich mal gespannt. Ich sag dazu auf jeden Fall nichts mehr. Wird mir nämlich bis heute wird mir das vorgehalten. Ja, wir gucken weiter. Wissen, ob das überhaupt Not tut und wie es da weitergehen wird, darüber will ich mit euch jetzt in diesem Video einmal sprechen. Dabei wird es natürlich den einen oder anderen Spoiler geben, was das ganze Jurassic Park World Franchise angeht. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Welcome to Jurassic Park. Ob man sie jetzt mag oder nicht, aber die Jurassic World Filme mussten einfach irgendwann weitergeführt werden, weil wir müssen nur mal aufs Geld schauen. Und genau, und da hat es schon angefangen, dass Sebastian hier auch wirklich so selbstsicher von einer Fortsetzung spricht. Während ich mir halt noch gedacht habe, okay, ich meine, ich habe in meinem Video, das darf einen nicht verwirren dann. Wenn ihr jetzt mein Video schaut, denkt ihr euch, hä, du sagst doch genau dasselbe wie Sebastian. Aber ich habe noch einen Nachtrag dazugefügt in die Kommentarspalte, dass ich mich mit dem Begriff Reboot vertan habe. Ich bin der Meinung, dass das Ganze ein Reboot wird und erzähle aber dann danach irgendwas von einer Fortsetzung und das beißt sich halt eben. Und hier, weil Sebastian sich eben jetzt hingesetzt hat und dann auch so selbstsicher davon spricht von einer Fortsetzung, da habe ich ihm eben erstmal geschrieben und ihn gefragt, da bin ich irgendwie vom Pferd gefallen. Irgendwas habe ich doch da nicht mitbekommen. Da hat er eben auch gemeint, ey, es ist gerade noch alles so schwammig, es kann ein Reboot werden, es ist, aber aktuell, was eben aus den offiziellen Daten herauszulesen ist, geht es wohl hier um eine Weiterführung der Geschichte, eben nur mit neuem Ton. Das ist so das, was man eben rausgelesen hat. Ja. 2024 Jurassic World Chaos Theory, 2025 Jurassic World 4. Ja, ob Chaos Theory dieses Jahr rauskommt, ist ja ein Gerücht bis jetzt. Ne? Angeblich Dezember 2024. Macht Sinn, wegen dem Weihnachtsgeschäft. Mal gucken. Ey, und Chaos Theory, nein, Quatsch, Survival, Entschuldigung, vertan. Chaos Theory ist die Serie, die kommt auch dieses Jahr raus, ja. Und die Jurassic World Survival, das Spiel, soll eventuell auch dieses Jahr sogar noch rauskommen. Ist jeder einzelne dieser Filme verdammt erfolgreich gewesen. 2015, als der erste Jurassic World in die Kinos kam, hat er einfach mal 1,6 Milliarden Dollar eingespielt. Der zweite Teil, 2018, Fallen Kingdom, hat es dann immerhin noch auf 1,3 Milliarden gebracht und ist der ja gar nicht mal so krass gefloppt. Ich dachte, dass Fallen Kingdom so 1,3 und der erste war 1,6, ne? Dann ist es ja gar nicht mal so übertrieben gefloppt. Ich dachte, der zweite Teil hätte fast Jurassic World beendet. 3 Milliarden gebracht und Dominion, also der letzte von 2022, spielte immer noch 1 Milliarde ein. Für Universal. Aha. Guck mal, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Hier, an die ganzen Jurassic World Dominion-Fans. Das war der schwächste Film, finanziell gesehen und von Kritikern. Ich hätte auch schwören können, dass der am meisten eingespielt hat. Der hat am wenigsten reingeholt, ist ja krass. Das ist sehr interessant. Universal ist dieses komplette Jurassic Park, Jurassic World Franchise also enorm von Vorteil, weil sie damit unglaublich viel Geld verdienen und Dinos kommen ja irgendwo immer gut an. Jetzt, wie gesagt, ihr könnt euch gerne in den Kommentaren darüber streiten, welcher Jurassic World Film der beste ist und ich glaube, ich bleibe beim ersten, auch wenn ich den nach wie vor nicht so stark finde, aber danach finden. Könnt ihr mal ganz kurz in den Chat schreiben, welchen Teil ihr von Jurassic World am besten fandet.
Ich bin immer noch der Meinung, dass Teil 1 nicht der beste ist. Ich finde, Teil 1 ist eben einfach nur eine Kopie vom ersten Film, der versteckt sich hinter kleinen Neuerungen und sagt dann eben, nee, wir sind nicht dasselbe, wir haben doch einen Hybriden, den gab es doch früher gar nicht. Und der einzige Film, der wirklich was anders macht, ist der zweite Film. Und beim zweiten Film mag ich halt den ganzen ersten Teil, also die ganze Sache mit dem Vulkanbricht aus, mag ich da überhaupt nicht. Aber ansonsten die Idee mit dem Haunted House-Zeug, das fand ich sehr interessant. Deswegen für mich auf jeden Fall Fallen Kingdom. Wie hat der Carnotaurus in Fallen Kingdom überlebt? Der wurde doch von Rexy getötet. Nee, du musst mal drauf achten, der steht wieder auf, das siehst du. Also Rexy hat ihn quasi zu Boden gebissen, gedrückt und tritt dann auch noch mit dem Fuß auf ihn drauf, aber der steht danach wieder auf, als Rexy dann wegrennt. Das sieht man ganz kurz danach. Ich finde von den Dinos her Dominion echt gut, aber so, ja, die haben halt viele Saurier mit drin. Und Dominion sieht auch echt nicht schlecht aus. Ich habe letztens nochmal angefangen, die ersten 5 Minuten davon zu gucken. Ist jetzt halt kein Prehistoric Planet, ne? Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber Dominion sieht schon echt nicht schlecht aus. Aber er ist zu überladen. Und schlecht. Ist einfach nur noch mehr und mehr ab und Dominion war für mich die absolute Katastrophe, aber ihr könnt es gerne mal in den Kommentaren ranken und sagen, welchen ihr besser findet. Das Spannende ist jetzt aber, dass wir jetzt über eine Fortsetzung sprechen, kommt nicht einfach irgendwie aus der Luft. Weil 2022, als Jurassic World Dominion in den Kinos lief, meldete sich Produzent Frank Marshall schon zu Wort und hat bestätigt, ja, wir werden das weiter fortführen. Damals redete er davon, dass wir jetzt 2 abgeschlossene Trilogien haben. Die Jurassic Park Trilogie rund um Dr. Alan Grant, Ian Malcolm und Ellie Sattler und halt die Jurassic World Trilogie mit Owen und Claire und der Tatsache, dass die Dinos jetzt eigentlich wieder auf der Welt der Menschen sind. Also das Jurassic World wurde hier ja dann wirklich wortwörtlich genommen. Und jetzt... Ja, also das Jurassic World Dominion wurde immer als Türöffner bezeichnet. Jurassic World Dominion war der Türöffner für ein gewaltiges Jurassic-Franchise. Das wurde halt immer gesagt. Auf jeden Fall der erste wegen Ausbruch einfach... Was wegen Ausbruch einfach? Klar ist eine Kopie, oh ja, aber Jurassic World 2 mochte ich den Vulkanausbruch gar nicht. Ich auch nicht. Und über Jurassic World 3 reden wir mal gar nicht. Ja. Mir geht's einfach immer nur so, wenn ich den ersten Jurassic World Film gucke, bekomme ich unfassbar Bock auf den ersten Jurassic Park Film und gucke dann meistens auch den Jurassic World Film nicht fertig und dann lieber Jurassic Park. Das ist dann immer so eine Reaktion dann darauf. Wie geil wäre es, wenn wir in Jurassic World Chaos Theory ausgewachsene Spinoceratops sehen? Boah, findest du den so interessant? Ich finde generell schon Pflanzenfresser sehr, sehr uninteressant im Vergleich zu den Fleischfressern. Und dann noch so ein Spinoceratops-Hybriden, weiß ich halt nicht. Ist es nicht einfach nur so ein Triceratops mit Spinosaurus-Segel? Obwohl da auch mal interessant wäre zu erfahren, was das jetzt für Tiere sind, da die ja zum einen DNS haben von einem Pflanzenfresser und aber auch noch von einem Fleischfresser. Spinoraptor, ja, sowas zum Beispiel, das wäre cool. Wir sind wirklich an dem Punkt angekommen, wo es bestätigt wurde. 2025 soll angeblich dieser neue Jurassic World Film zumindest... Moment, der Satz eben war ein bisschen komisch. Das bestätigt wurde, der Film soll angeblich kommen. 2025 soll angeblich dieser neue Jurassic World Film zumindest laut einem Artikel des... Ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen gehabt auf YouTube, dass ich ja irgendwie die Befürchtung habe, im positiven Sinne, dass der Grund, warum der Film schon nächsten Sommer kommen könnte, nur die Filme kamen bisher immer im Sommer raus, 2025 im Sommer, wenn die jetzt noch nicht mal angefangen haben zu drehen oder jetzt erst langsam anfangen, das ganze Ding zu drehen, dann würde es Sinn ergeben, dass der Film wirklich ein bisschen kleiner ist. Dass wir halt nicht diesen Bombast wieder kriegen, sondern einfach so einen schönen, geerdeten, geilen Film. Das würde dann Sinn ergeben, dass der Film so schnell fertig gedreht wäre.
Reporters schon in die Kinos kommen. Damit ist hier eigentlich auch klar, dass das mit dem Drehbuch schon recht fortgeschritten sein muss. Und hier wird es jetzt spannend, weil David Koepp hat dieses Drehbuch geschrieben und David Koepp ist übrigens der Typ, der gefressen wurde. In The Lost World Jurassic Park 2, als der T-Rex in der Stadt war. Der Typ, der vor dem Videostar, glaube ich, oder was das war, der gepackt wurde vom T-Rex und dann gefressen wurde. Kennt sich mit dem ganzen Jurassic Park und World Franchise eigentlich ganz gut aus. Immerhin hat er gemeinsam mit Buchautor Michael Crichton das Drehbuch zum ersten Jurassic Park geschrieben und dann alleine das Drehbuch zu Jurassic Park 2. Also Dinos sind irgendwo schon sein Metier. Und wenn ihr mir jetzt in den Kommentaren kommt mit, ja, der hat ja auch das Drehbuch zu The Mummy mit Tom Cruise und Indiana Jones 4 geschrieben. Das hat er da aber nicht alleine gemacht. Das sind alles so Gruppenprojekte gewesen, wo sehr viel mehr Leute noch involviert gewesen sind. Ja, das glaube ich schon. Aber trotz allem ist auch nicht nur, weil ein Drehbuchautor ein einziges Mal ein geiles Drehbuch geschrieben hat oder zweimal, dass dann trotz allem sicher wieder was Geiles dabei rauskommt das nächste Mal. Es gibt genug Dinge, auch bei Regisseuren hat man das ja immer wieder. Der Regisseur ist damit dabei. Oh, und dann kommt am Ende da so ein Bullshit-Film raus. Wenn du halt mal guckst, dass der Regisseur von 7 Minuten nach Mitternacht, das ist derselbe Regisseur, der auch Jurassic World 2 gemacht hat. Das sind ja wohl Welten an Filmen. Klar, auch vom Genre und so, aber das sind ja wohl von der Machart her, sind das ja ganz andere Dimensionen. Deswegen, nur weil er halt jetzt das Drehbuch schreibt, weiß ich halt nicht, ob man deswegen dann direkt so gehypt sein sollte. Ein Studio kann immer noch sehr viel mit einsprechen. Da kann auch ganz viel verhunzt werden. David Koepp nicht in die Schuhe schieben. Er ist immer noch derjenige, der uns gemeinsam mit einem Steven Spielberg einen der besten, großartigsten Dino-Filme überhaupt geliefert hat, nämlich Jurassic Park. Und genau dieser Mann hat... Wie wir hier sehen, sitzt auch Sebastian gerade im Jurassic Park. Ne? Kann man hier gucken. Das Büro ist direkt vorm Eingangstor. ...geliefert hat, nämlich Jurassic Park. Und genau dieser Mann hat jetzt das Drehbuch geschrieben oder ist zumindest noch irgendwie dabei für Jurassic World New Era oder Jurassic World 4. Und das Spannende ist, er ist hier auch nicht allein. Sowohl Frank Marshall, der Produzent der letzten Filme, als auch ein Steven Spielberg sind hier wieder mit am Start. Jetzt müssen wir nochmal schauen, worum soll es denn da gehen? Ja, aber dazu ist auch wichtig zu erwähnen, dass Spielberg hier nicht mehr macht, als die Rahmenbedingungen im Blick zu behalten. Der hat da nicht zwingend Einfluss drauf. Und das Beispiel bringe ich immer wieder. Ich weiß, Mortal Engines, da hieß es auch, Peter Jackson, dass der eben auch mit an Bord war. Da haben alle Marketingplakate gesagt, von Peter Jackson, dem Macher von Herr der Ringe. Und am Ende war er dann auch nur so ein... Exclusive heißt das, glaube ich, ne? Exclusive Producer. Ich raff das immer wieder, ey. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ihr wisst aber, was ich meine. Auf jeden Fall ist er eben nicht mit am Drehbuch großartig beteiligt und eben auch nicht bei der Regie. Und das sind immer einfach nur so Namen, die dann da halt gedroppt werden, was man ganz gerne mal macht, um so ein bisschen den Fame oder den Hype dahinter anzukurbeln. Aber solange Spielberg nicht der Regisseur ist, ist mir das eigentlich relativ wurscht, was er da macht. Wird dann wirklich gar nichts zu heißen. Dragon Ball Evolution übrigens, da hieß es auch, dass der Originalzeichner, der hat da mitgewirkt und bla bla und am Ende war es alles Bullshit. Gibt es zwei Anhaltspunkte, die tatsächlich von enormer Bedeutung sind. Zum einen, dass das Ding hier tatsächlich direkt als weiterer Jurassic World Film vermarktet wird und zum anderen, dass hier auch tatsächlich in dem Artikel von einer neuen Ära gesprochen wird, die... Aber das wurde auch schon erklärt. Da wurde nämlich auch schon gesagt, dass der Titel New Era sich erstmal auf den Arbeitstitel bezieht. Und das Jurassic World Ding, also dass eben da stand, Jurassic World wird fortgesetzt oder ein neuer Jurassic World Movie entsteht, das wurde deswegen benutzt, weil Jurassic World eben das aktuellste Projekt ist und man deswegen dem Zuschauer ganz klar damit vermitteln konnte, ja, aus diesem Universum geht irgendwas jetzt weiter oder wird irgendwas von vorne, also dass wir halt ganz genau wissen, worum es dann da eben geht. Das Ding muss nicht zwingend Jurassic World heißen, es muss auch nicht zwingend New Era heißen. Als Beispiel Arbeitstitel, das habe ich auch schon gestern erklärt, glaube ich. Monarch, die Serie, hat den Arbeitstitel Hourglass gehabt. Godzilla Kong hat den Arbeitstitel Origins gehabt. So, die Arbeitstitel sind meistens nicht, ich glaube sogar einfach nie,
die eigentlichen Titel, die später dabei rauskommen. Ich wüsste jetzt nicht, wann das jemals so gewesen ist, zumindest. Aufgefasst wird. Und dieses ganze Ding, dass es hier Jurassic World heißt, bedeutet schon mal, okay, wir werden uns wohl in der gleichen Welt befinden, die wir am Ende von Jurassic... Das denke ich halt auch, aber wie gesagt, dieses New Era-Ding, das wird nicht Jurassic World New Era heißen. Bin ich mir relativ sicher. Aber mal gucken, ey, da werden dann jetzt irgendwie die nächsten Tage wahrscheinlich auch noch mehr Infos dann rauskommen. Das ist halt alles noch sehr schwammig im Endeffekt, ne? Aber eine Fortsetzung glaube ich halt auch inzwischen dran, dass das Ganze eher ein Soft-Reboot dann wird, in Anführungszeichen. Moinsen, wie geht er? Hey, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe dir auch. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ja. World Dominion gesehen haben. Sprich, Menschen und Dinosaurier teilen sich jetzt die Erde. Wir sind nicht mehr nur begrenzt auf einen kleinen... Ja, und deswegen, das glaube ich halt auch, weil Sebastian sagt es ja gerade, Jurassic World Dominion kannst du mögen oder halt nicht. Trotz allem haben wir jetzt aber diese drei Filme gehabt, die uns eben diese Welt aufgebaut haben. Und wir haben jetzt ja diese Welt mit Dinosauriern. Eine Welt, wo alles möglich ist. Deswegen verstehe ich, auch wenn ich es andersrum besser finden würde, dass man eben sagt, nee, wir rebooten das Ganze nicht nochmal von vorne. Wir nehmen jetzt einfach dieses Setting, das wir jetzt schon haben, Dinosaurier auf der gesamten Welt, und machen daraus so eine Art Soft-Reboot. Das heißt, wir gehen so gut wie gar nicht mehr auf die anderen Teile ein, aber das Ding spielt trotz allem nach Jurassic World Dominion. Wer von euch Resident Evil 7 gespielt hat, das ist auch ein gutes Beispiel für ein Soft-Reboot. Das ist ein Spiel, das kannst du auch so verstehen, ohne die anderen Games gezockt zu haben. Du hast neue Hauptfiguren, du hast eine komplett neue Geschichte. Es gibt hier und da kleine Referenzen an die alten Spiele, die du aber auch nicht zwingend wissen musst, um alles zu verstehen. Das wird jetzt eben hier auch passieren. Das wär wirklich das Logischste. Das denke ich jetzt auch, ja. Irgendeine kleine Insel. Nein, die laufen jetzt wirklich überall frei herum und Mensch und Dinosaurier müssen irgendwie miteinander klarkommen. Das ist ja der eine große Kritikpunkt, den man Dominion einfach immer und immer wieder vorwerfen muss, dass sie am Ende des Tages wieder zurückgegangen sind zu einer Art Parkanlage und halt noch irgendwelche Heuschrecken mit reingepackt haben. Aber die haben halt einen Nationalpark mit reingebracht, ja. Das war, ey, Dominion ist wirklich, das ist ein Fehler, den kannst du auch nicht mehr gut machen, ey. Das ist so schade. Aber umso besser eigentlich, wenn es jetzt wirklich fortgesetzt wird, dann ist Jurassic World nämlich nicht das Finale der Ausgangssituation. Zwar schon das Finale unserer Hauptcharaktere, die wir seit Jurassic Park 1 kennen, ja. Aber trotz allem ist dann eben jetzt nicht das Endergebnis von allem, ja, wir sperren die einfach wieder ein. Wenn es jetzt nämlich doch weitergeht, kann man das vielleicht noch irgendwie so ein bisschen schaukeln. Und alles schöner und besser machen. Später nennen sie das vielleicht noch Jurassic World A New Era. Vielleicht heißt das Ding wirklich dann einfach so, aber wie gesagt, wenn der Arbeitstitel New Era ist, dann ist das sehr wahrscheinlich eben später nicht mehr der Haupttitel. Und ich denke auch, wenn sie wirklich jetzt so eine Art Soft-Reboot machen wollen und wollen nicht mehr auf die anderen Teile verweisen, dann werden sie auch nicht Jurassic World als Titel nehmen. Sowas wie Jurassic Era würde Sinn machen. Das wäre sowas. Jurassic Continent habe ich noch irgendwo mal gelesen. Das sind halt so Sachen, die einfach mal in den Raum geschmissen wurden. Das finde ich ein bisschen blöd, weil ein Kontinent ist ja Quatsch. Die sind ja überall auf der gesamten Welt. Deswegen Jurassic Era macht für mich am meisten Sinn. Finde ich. Hört sich auch irgendwie ganz cool an. Eine Koexistenz mit Dinos in Filmen finde ich aber eher schwer umsetzbar. Dann schau dir mal die Videos an mit von Ali Awada, der hat da ein paar Kurzfilme mitgemacht. Andi, du meinst eine Koexistenz, du meinst ein friedliches Beisammensein. Ja, weiß ich halt nicht, je nachdem wie du es erzählst und aufbaust. Also, man geht jetzt halt trotzdem in die Richtung, ne? Du kannst auch wirklich das Ganze so beenden, dass man halt trotz allem wieder sagt, ey, die Saurier müssen auf ihre eigene Insel zurück. Dann haben wir wieder das Ende von Jurassic Park 2. Was eh das perfekte Ende gewesen wäre. War nicht der Arbeitstitel von Jurassic World 3 Jurassic World Extinction gewesen? Das weiß ich gar nicht. Also wenn, dann wahrscheinlich nur Extinction. So ein Arbeitstitel ist meistens einfach nur ein Wort. Sowas wie Hourglass oder Origins oder... War das da Extinction gewesen? Ich habe keine Ahnung, kann ich dir echt nicht sagen. Aber es wäre auf jeden Fall ein Beispiel dafür, ja, dass der Arbeitstitel eben nicht immer der Haupttitel ist.
Dominion hat verpasst, was man hier eigentlich wahnsinnig gut hätte ausbauen können. Nämlich dieses wortwörtliche Jurassic World, was uns am Ende von Teil 2 versprochen wurde, was wir dann aber nie zu Gesicht bekommen haben, weil Teil 3 es eben einfach verpatzt hat. Und dieser neue Film, der jetzt nun kommen soll, könnte uns jetzt wirklich so ein bisschen mehr in diese Jurassic World einführen und uns zeigen, wie in unterschiedlichen Orten damit umgegangen wird, dass da jetzt Dinosaurier sind. Natürlich wird es da auch wieder irgendwie so böse Leute geben und die guten Leute geben und vielleicht wird auch wieder jemand versuchen, die einzufangen. Und nee, das müsste ja nicht mal sein. Ey, wenn du so ein schönes Kammerspiel da draus machst, dann brauchst du keine bösen Leute. Da hast du einfach weder gut und oder böse, da hast du einfach dann Jäger und Gejagten, Mensch und Dinosaurier, das wäre doch eine geile Geschichte. Die sollen jetzt ja nicht wieder anfangen mit irgendeinem James-Bond-Bösewicht, der mit Laserpointern Dinge macht, nee. Also wenn die jetzt wirklich schon sagen, ey, wir machen quasi einen Neustart, dann will ich aber auch nichts mehr davon sehen. Kein Laserpointer mehr, vielleicht sogar keine Hybride mehr. Ich glaube, die Hybride, die werden eher so eine Sache werden für die Animationsserie Jurassic World Chaos Theory. Parks zu stecken, aber es gab ja auch immer noch dieses ganze Thema, was die Jurassic World-Reihe aufgegriffen hat, nämlich, dass die militarisiert werden, dass Leute die Dinosaurier auch irgendwie bewaffnen wollen, um sie jetzt hier als Art Nee, glaube ich aber auch nicht. Nochmal, weil wenn die halt schon wirklich sagen, zurück zu den Wurzeln, dann wird das jetzt nicht passieren. Dann, das wäre ja nicht zurück zu den Wurzeln. Das wäre ja einfach nur denselben Mist weitergesponnen, den Jurassic World Dominion schon angefangen hat. Maschinen aufzubauen, also das kann man ja jetzt hier auch endlich mal weiterdenken, weil das wurde irgendwo einfach fallen gelassen und nie wieder aufgegriffen. Jurassic World 4 oder eine neue Ära könnte das jetzt benutzen, weil natürlich unterschiedliche Regierungen ja zum Beispiel diese neuen Wesen hier wirklich für sich ausnutzen könnten, um damit halt irgendwie Krieg zu führen. Und ganz ehrlich, wenn das dann hier quasi der Startschuss ist für eine filmische Version von Dino Riders, einer Nein, also wenn das wirklich so kommt, dann, boah, Alter, da musst du dir mal überlegen, wie tief du fallen kannst. Von dem ersten Jurassic Park Film, ich hab's hier noch, sieht's gerade gar nicht, ne? Ich hab's nämlich hier sogar noch neben mir liegen, meine Nachtlektüre hier, dieses gesamte, das Jurassic Park Kompendium, das dir einfach immer wieder zeigt, was für Liebe in Jurassic Park drin gesteckt hat, was für Ideen allem drum und dran und, ey, wenn sie jetzt sowas daraus machen würden, dann wäre ich echt schwer enttäuscht. Aber es wurde auch, und es wurde aber erst gestern oder heute Morgen veröffentlicht, da hat Sebastian das Video schon abgedreht gehabt, da wurde gesagt, dass jetzt irgendjemand wieder zurückkehrt, nach dem Motto, der war wohl Thomas dabei gewesen, der dem Drehbuchautor paläontologisch beratend zur Seite steht. Irgendein Paläontologe anscheinend. Und ich weiß, dass Michael Crichton auch sein Buch damals geschrieben hat an der Seite von irgendeinem Paläontologen. Ob das derselbe ist, weiß ich jetzt nicht. Aber es wird eben so darauf gepocht, der kehrt jetzt auch wieder zurück. Also wenn sie jetzt wirklich schon einen echten Paläontologen beiseite ziehen, dann wird das nicht daraus werden. Das glaube ich nicht. Du brauchst auch keinen Paläontologen zu holen. Ich glaube, die gehen wirklich wieder ganz zurück. Das Ganze wird wissenschaftlicher oder pseudowissenschaftlicher werden. Das Ganze wird nicht mehr so aufgesetzt. Wir haben keine militarisierten Saurier mehr, keine Ahnung. Das wird, ich glaube, das ist vorbei. Das ist jetzt hier raus, die ganze Nummer. Alleine wenn Jurassic World Dominion schon am wenigsten mit eingespielt hat und die meisten Zuschauer das Ding eben nicht geil fanden, die meisten Kritiker das Ding eben nicht geil fanden, wie doof musst du denn sein, um jetzt zu sagen, komm, wir holen uns schießende Dinosaurier zurück. Tele-5-Niveau dann. Ja, ohne Scheiß, ey. Das glaube ich nicht. Also alle Zeichen deuten darauf hin, dass das Ding kleiner wird. Dass wir mehr Dinosaurier sehen, Jäger und Gejagte. Sowas wie Battle at Big Rock. Sowas wie der Kurzfilm, nur als richtiger Film. Ich meine, Jurassic World 4 wird sehr schnell abgedreht sein. Wenn der wirklich nächstes Jahr im Sommer schon kommen soll, wenn das wirklich stimmt, dann wird der ruckzuck abgedreht werden müssen. Was wieder darauf hindeutet, dass das Ding kleiner gehalten wird. Ein echter Paläontologe ist mit dabei, für was auch immer, vielleicht fürs Verhalten der Dinosaurier und alles drum und dran. Das klingt mir sehr nach zurück zu den Wurzeln und eben nicht hierzu, wir schießen mit Dinosauriern durch die Gegend, das glaube ich nicht.
unglaublich geilen Spielzeugreihe, wo es halt wirklich darum ging, dass wir bewaffnete Dinosaurier haben, auf denen Menschen geritten sind. Ich bin sofort dabei. Also, und ihr könnt mir gerne mal... Nee, bitte nicht. Dann mach doch eine separate... Also wenn... Nein, auf gar keinen Fall. Da muss ich dir widersprechen, lieber Sebastian. Eure Theorien in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was man jetzt mit diesem Jurassic World noch alles anstellen könnte. Also thematisch kann man da wirklich viel draus machen. Jetzt ist ja aber auch der Punkt, dass in diesem Artikel vom Hollywood Reporter davon geredet wird, eine neue Ära wird losgetreten. Das kann ja nichts werden, wenn er so schnell abgedreht wird. Nur mal als Beispiel ganz kurz, das kann ja nichts werden. Man mag die Filme oder mag sie eben nicht. Paranormal Activity ist ein Film, der wurde relativ schnell abgedreht, für sehr, sehr wenig Geld. Und hat dadurch auch sehr viel Geld eingenommen. Warum? Weil der Film einfach eine kleine Geschichte erzählt. Mit kleine Geschichte meine ich jetzt nicht, dass der Film kurz ist, sondern eben das, als Beispiel, hier Ali Awadas Geschichte. Wir hatten mal einen Kurzfilm darüber gemacht, da ging es um einen Farmer und der Farmer, das Ganze spielt nach Jurassic World, Dominion, glaube ich, und der Farmer bekommt dann eben mit, dass seine Kühe nach und nach verschwinden. Und dann geht er eben raus und will gucken, was jetzt mit den Kühen los ist. Und dann merkt er, dass da so ein riesiger, wie heißen diese Flugsaurier aus Jurassic World Dominion? Diese Quitzel-Quatzel, diese Flugsaurier eben aus Jurassic World Dominion, dass die Kühe geklaut haben. Und dann beim Versuch, das Tier irgendwie zu erschießen, gerät dann aber der Farmer in den Jagdbereich von Velociraptoren. Und dann spielt dann dieser Kurzfilm den letzten Teil komplett im Haus, wo die Velociraptoren dann versuchen, diesen Farmer zu töten. Das ist doch geil. Und dafür brauchst du keine 6 Jahre, um sowas zu drehen. Das drehst du eben schnell mal ab. Weil da hast du dann keine 50.000 Greenscreens und irgendwelche Rieseneffekte. Wenn du einmal eine animatronische Puppe gebaut hast, von einem Raptor als Beispiel, dann hast du die schon mal da. Das heißt, dieses ganze Greenscreen und CGI-Zeug ist vielleicht günstiger in der Produktion, aber nicht zwingend schneller. Und deswegen sage ich ja, wenn der Film wirklich 2025 schon erscheinen soll, wie es eben auch hier überall behauptet wird, dann ist das für mich ein Grund zu sagen, der Film wird auf jeden Fall kleiner und eben nicht so eine globale CGI-Scheiße. Und da hätte ich halt wirklich schon wieder Bock drauf. Und das muss nicht schlecht sein. Wie gesagt, Paranormal Activity, ob man es mag oder eben nicht. Der erste Film war sehr erfolgreich. Viele mögen den. Der war schnell abgedreht, der hat wenig gekostet und eben auch einfach das erzählt, was er erzählen will. Cloverfield hat irgendwie auch in der Reihe so einen Teil, wie hieß denn der nochmal, wo die auch nur im Untergrund sind und das dann irgendwie auch so ein Kammerspiel. Das funktioniert super geil. Die nehmen das Szenario von Planet der Affen 2 nur mit den Dino, mit der Dino-Grippe. Das habe ich gestern auch gesagt, ja. Hoffe ich aber nicht. Das soll jetzt ja kein Planet der Dinosaurier werden oder sowas. Das brauche ich jetzt auch nicht. Hallo zurück an Braunkram 6. Hast du den neuen Film von Ali Awada schon gesehen? Nee, habe ich mir schon mal angeguckt, zumindest mal durchgeswitcht, aber noch nicht komplett angeschaut. Da gucken wir aber nachher auch nochmal rein. Den schauen wir uns auf jeden Fall auch noch heute an. Machen erstmal jetzt hiermit weiter. Genau, New Era, darauf geht Sebastian jetzt eben auch ein. Wie gesagt, der Titel New Era bezieht sich auf den Arbeitstitel und eben darauf, dass wir eine neue Ära einläuten. Das heißt, wir beginnen quasi jetzt eine komplett neue Geschichte, die trotz allem nach Jurassic World Dominion spielt. Und das passt natürlich auch gut mit den Aussagen zusammen, die ein Frank Marshall getroffen hat, damals 2022, und über die auch ein Colin Trevorrow, also Regisseur von Jurassic World 1 und 3, geredet hat. Nämlich, dass wir möglicherweise komplett neue Figuren bekommen. Also wir müssen uns wahrscheinlich verabschieden von einem Chris Pratt und einer Bryce Dallas Howard. Ja. Und wir müssen wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass wir vom alten Cast der Originaltrilogie nicht mehr wirklich viel zu Gesicht bekommen werden. Colin Trevorrow hat damals selbst im Zusammenhang mit Jurassic World Dominion davon geredet, dass das hier jetzt auch irgendwo der Abschluss von Owen und Claire ist und dass jetzt neue Figuren... Ja, das ist richtig. Ich bin froh, dass Owen und Claire nicht mehr am Start sind. Wie ist es bei euch? Ihr könnt hier mal ganz gerne in die Kommentare reinschreiben. Oder in den Chat, wie ihr das Ganze seht. Ich bin froh, dass sie nicht mehr mit dabei sind.
Ich hätte noch gerne einen Film über Maisie vielleicht gesehen, da hatten wir auch mal drüber gequatscht, aber auch wenn die nicht mehr dabei ist, ey, komm. Geschenkt. Der Originalcast, der hat auch keinen Bock mehr. Das ist total lustig, wie krass die drei, also Laura Dern, Jeff Goldblum und Sam Neill, Jurassic World Dominion beworben haben und wie die davon geschwärmt haben, als der Film gerade in der Marketingphase war. Inzwischen reden die aber alle drei ein bisschen anders von dem Film. Das ist immer sehr interessant. Also gerade Sam Neill, der hat definitiv keinen Bock mehr auf die Scheiße. Der hat sowas von keine Lust mehr. Ja, der ist auf jeden Fall mit raus. Und noch was zu dem Ganzen, das wurde eher als das große Finale der Hauptcharaktere angedeutet oder auch, weil gesagt wurde, hier Owen und Claire kommen danach auch nicht mehr vor. Es wurde auch bei Star Wars gesagt, Episode 9 ist das Ende der Skywalker-Saga und jetzt bekommen wir noch eine Episode 10, wo es eben wieder um Rey geht. Das heißt, diese ganzen Versprechen, die hier gegeben werden, davon halte ich irgendwie nichts mehr. Gerade wenn es heißt, das große Finale, das ist meistens dann eher einfach nur gelogen und soll fürs Marketing anregen, dass Leute dann da in den Film reinrennen, weil Finale ist immer etwas Besonderes und das ist dann eher so da der Grund. Falls die Charaktere der neuen Filme auch schon gut ist, passt es auch. Das ist natürlich, klar, logisch. Wenn die Figuren gut geschrieben sind, ist das ein Riesengewinn. Wenn nicht, wird es dann schon wieder schwierig. Ich hätte voll Bock auf so einen, man muss Dinosaurier wieder auf eine Insel bringen, Film. Dann kannst du aber auch einfach Jurassic World 2 gucken, den zurückspulen. Dann hast du den Film. Irgendwie haben sich Owen und so nett sonderlich angefühlt. Ja, die hatten einfach keine Entwicklung gehabt. Null. Und wenn sie eine hatten, dann so total aus dem Nichts heraus, die null Sinn ergeben hat. Dass Owen einfach in Fallen Kingdom auf Blue und auf alle Dinosaurier scheißt. Wo kommt das auf einmal her? Egal, ist egal. Du kannst Dominion ohne den Giga gucken und die Story ändert sich null. Das stimmt. Ja, das ist richtig. Aber eine Heuschrecke stirbt wegen dem Giga. Die wäre noch am Leben. Könnten. Er erwähnte da diese Piloten. Immer erstmal nachdenken, bevor man etwas schreibt. Kayla, die im dritten Teil eingeführt wurde, aber ich weiß nicht, ob man überhaupt jetzt noch wieder auf solche Figuren zurückgehen muss. Lass die weg. Scheiß auf die Figuren. Wenn man sagt, okay, neue Ära, komplett neue Leute, vielleicht auch mal komplett andere Settings, vielleicht gehen wir mal nach Europa, vielleicht gehen wir mal nach Australien oder China oder sonst irgendwie was. Und ja, genau. Einfach mal so ein bisschen globaler gedacht, aber nicht alles in einem Film. Nicht in einem Film Asien, Europa, einfach mal so alles abklappern. Sondern ein einziger Film spielt jetzt zum Beispiel in irgendeinem europäischen Dorf, habe ich jetzt im Kopf. Da muss ich gerade an Resi 4 denken, so ein bisschen. Aber dass man einfach mal einen Film an nur einem einzigen Ort spielen lässt und nicht wieder anfängt, sobald die damit anfangen, dass die Hauptcharaktere jetzt global wieder von A nach B reisen müssen, dann wird es wieder so ein ganz komisches Ding. So, ja, zufällig ist Barry nämlich jetzt beim französischen Geheimdienst und die sind auf Malta stationiert. Was ein Zufall, denn auf Malta ist übrigens auch Maisie ganz kurz und dieses Bullshit-Ding da einfach, das fällt dann damit komplett raus. Also definitiv ja, global hätte ich auch Bock drauf. Alaska, was es da nicht alles gibt für geile Orte, ey. In Kairo einfach mal, so ein Dinosaurier, die in Kairo durch die Straßen nachts wandern und Leute müssen dann in so einer Ausgangssperre sich irgendwie verbarrikadieren, weil dann die Dinos auftauchen. Ein bisschen Spannung auch mal reinbringen. Figuren aufzubauen. Das ist ja jetzt denn hier einfach auch mal ein globales Phänomen, dass die Dinosaurier da sind. Das muss man dann auch figurentechnisch ein bisschen globaler angehen. Da kann man natürlich trotzdem immer noch sagen, okay, irgendwo gibt's mal kleine Cameos. Ein Chris Pratt kann da trotzdem immer noch mal auftauchen. Nee, lass den weg. Lass den bitte weg. Irgendwem was davon erzählen, dass man ja doch Dinosaurier bändigen kann mit nur einer Hand, so, weil das hat er ja wunderbar immer wieder gezeigt, wie das funktioniert. Ja, das wird auch nicht mehr passieren, glaube ich. Moinsen, ich habe unheimlich Respekt vor Filmstarts. Der hat so ein gutes Fingerspitzengefühl für Film und Filmbusiness. Ja, auf jeden Fall. Sebastian ist auch ein super Typ. Ich habe ja auch schon ein paar Videos mit Sebastian zusammen gemacht und Sebastian ist ein super Typ.
Ich habe ihm ja letztens sogar geschrieben, habe ich vorhin schon hier im Stream erzählt, dass ich mal nachfragen wollte, ob er sich sicher ist, dass das Ganze eine Fortsetzung wird. Und ich habe mir erst gedacht, okay, das kannst du aber jetzt eigentlich nicht so blöd fragen, weil damit würdest du ja quasi irgendwie suggerieren, habt ihr vielleicht einen Fehler gemacht? Das kam mir irgendwie auch so ein bisschen frech dann vor. Und Sebastians Antwort darauf war einfach total cool so gewesen. So, ja, nee, ist halt alles ein bisschen undurchsichtig und aktuell, was man aktuell halt weiß und bla bla bla. Der hat mir einfach eine ganz normale Sprachnachricht geschickt. Und das ist immer wieder super. Mit Sebastian, das macht wirklich auch Spaß. Als ob jemand sich vor Velos stellen würde. Ja, doch, Chris Pratt hat das gemacht. Das ist wirklich passiert. Und von daher kann man natürlich davon ausgehen, dass dieser Jurassic World 4 jetzt erstmal eine komplett neue Trilogie vielleicht auch lostritt, die aber natürlich immer noch das Erbe der alten angeht und hier jetzt wirklich dieses Jurassic World Thema ausbaut. Die größte Frage, die sich jetzt natürlich noch stellt, ist, wenn das schon 2025 kommen soll, wer wird da gecastet, wer wird da Regie führen? Stimmt, das fehlt ja dann aber auch noch alles. Der Cast, da habe ich gar nicht dran gedacht. Du brauchst ja auch Menschen, die das Ganze spielen. Boah, also entweder muss da irgendwie was schon im Hintergrund am Laufen sein und das Ding ist wesentlich weiter, als wir es jetzt wissen und da wird dann in ein paar Tagen veröffentlicht, ey, der Film ist schon fast abgedreht oder so ein Zeug. Ich glaube es zwar nicht. Oder das wird mit 2025 einfach nichts werden. Also wenn noch ein Cast gemacht werden muss, das dauert ja in der Regel bei manchen Projekten nochmal fast ein Jahr. Halbes Jahr bis Jahr. Das wird eng. In Jurassic World sind die praktisch ausgestopfte Tiere. Okay. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht. Selbst ein Colin Trevorrow hat damals gesagt, so okay, ich habe jetzt 9 Jahre lang damit verbracht, diese Jurassic World Reihe hier aufzubauen. Ich glaube, ich ziehe mich erstmal zurück und sollte... Ja, ich glaube, Colin Trevorrow wurde auch so ein bisschen, der wurde vielleicht auch ein bisschen gesagt, hast du nicht Bock, keinen Bock mehr zu haben. Mehr kommen, dann werde ich möglicherweise nur als Berater fungieren. Was? Oh, Moment, habe ich umgeswitcht. Wer will als Berater? Ist gerade richtig verstanden. Colin Trevorrow will als Berater fungieren. Das muss ich nochmal hören. Ich glaube, ich ziehe mich erstmal zurück und sollte hier mehr kommen, dann werde ich möglicherweise nur als Berater fungieren. Hat er was gesoffen, als er das gesagt hat? Das ist ja dreist. Das ist wie wenn M. Night Shyamalan beim neuen Avatar, bei der Avatar-Netflix-Serie sagen würde, ey, wenn ihr Hilfe braucht, sagt mir Bescheid. Ich hab da auch schon mal einen Film gemacht. Colin Trevorrow als Berater. Ihr müsst euch, stellt euch das mal bitte vor, das Szenario. Ey, wenn das so kommt, bitte, das wäre... Also wenn das passiert, dann wisst ihr offiziell, dass wir in der Matrix leben. Wenn Steven Spielberg wirklich sagt, ich mache den neuen Jurassic-Film und Colin Trevorrow dann aber sagt, okay, dann bin ich der Berater. Dann, ey, das wäre ja ultra lustig. Oh Gott, Colin Trevorrow als Berater. Krass, ja, okay. Nun muss man jetzt dazu sagen, die Jurassic World Reihe, das haben wir ja schon am Anfang erwähnt, hat verdammt viel Geld eingespielt und ich wette, Universal kann da einem Colin Trevorrow vielleicht auch einen schönen Gehaltscheck vor die Nase halten, damit er das nochmal übernimmt. Oder man holt jemand komplett neuen, der hier einen ganz... Ja, aber warum so? Also Colin Trevorrow ist jetzt ja irgendwie nicht so ein Geheimding, dass der einfach nicht gemocht wird. Dass der einfach nichts auf die Reihe kriegt. Also ich meine, es war sogar auch der Hollywood Reporter, der mal davon berichtet hat, oder war es Deadline, dass Colin Trevorrow einfach keine eigene Handschrift hat. Der kommt nicht wieder als Berater, ey, was zum Teufel. Wenn das passiert, Mann. Lustig wäre das leider nicht mehr. Das wäre so ein Nervenzusammenbruchslachen dann. Nein. Spielberg sollte der Berater sein. Von Colin Trevorrow. Das wäre aber noch viel peinlicher. Stell dir das mal vor, Colin Trevorrow ist für den Film verantwortlich.
Und Spielberg berät ihn auch noch. Und, oh Gott. Nein. Anderen Ansatz noch findet, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sie das hier noch auflösen werden, wer da eine Rolle spielen wird. Wir dürfen nicht vergessen, dass Colin Trevorrow den Satz gebracht hat, während er 3 Jurassic-Filme gedreht hat, dass nach Jurassic Park 1 eigentlich keine Fortsetzung mehr hätte gedreht werden sollen. Das ist Colin Trevorrow. Der Mann hatte nie Bock gehabt darauf. Er war schon immer der Meinung, eigentlich war es nach Teil 1 Schluss. Und dann gebt ihr dem die Macht und die Möglichkeiten, 3 Filme zu drehen. Eigentlich wundert man sich dann eigentlich auch gar nicht mehr, dass das so geworden ist, oder? Eigentlich ist doch auch klar. Es taucht auch ein Tom Holland mal wieder auf, weil der braucht ja nach Spider-Man auch mal wieder was Neues. Keine Ahnung, ihr könnt gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wen man jetzt mal casten sollte, in welche Richtung das auch schauspielerisch und storytechnisch gehen soll. Aber zumindest können wir jetzt im Groben erstmal 2025 als Startschuss für eine neue Jurassic World-Ära festhalten. Und ja, definitiv. Ich mache gerade mal hier weiter. Es gibt hier keine Abmod mehr bei Filmstarts, sondern die Videos enden quasi einfach abrupt. Aber wir hören das jetzt nochmal hier bis zum Schluss fertig. Darauf bin ich gespannt. Vorsichtig gespannt, weil ich kein großer Fan dieser neuen Trilogie bin, aber es kann ja immer nur besser werden. Das ist sehr optimistisch, ja. Ja, ja, habe ich auch schon hier im Chat gelesen, auf jeden Fall, ja, ja. Aber ich habe Bock. Ja, ich hab immer noch Bock auf den Film. Aber Colin Trevorrow soll sich vom Set verpissen. Der hat bestimmt so eine Unterlassungs... Nee. Damit haben wir das jetzt beendet. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich bin erstaunt darüber, dass Sebastian da doch irgendwie ein bisschen positiver gestimmt ist als ich. Obwohl ich glaube tatsächlich, wenn der Film wirklich so werden sollte, dass Dinosaurier Waffen auf dem Rücken haben und alles, dann geht das Jurassic Franchise einfach gnadenlos unter. Das wird auch nicht passieren. Das sind 2 Fehler, die man nicht machen sollte. Zum einen Dinosaurier mit Waffen, lass das weg. Und Colin Trevorrow, der muss vom Set wegbleiben. Bis zu 20 Meter. Das kann man gerichtlich veranlassen. Das sollte man vielleicht machen. Ich meine, was will der denn beraten? Denn sein letztes Mal, wo er irgendwas beraten hat, wo er für irgendwas verantwortlich war, haben wir riesige Heuschrecken in einem Dino-Film bekommen. Ich könnte mir Charlie Hunnam gut vorstellen in Jurassic World. Ja, aber Charlie Hunnam kannst du dir auch, glaube ich, in jedem Film vorstellen, oder? Es ist so jemand, den kannst du eigentlich überall reinsetzen. Vorsichtig, das wird auch nicht passieren. Gefährliche Worte. Ja, sollte man auch nicht sagen. Das stimmt tatsächlich, ja. Aber ich muss da optimistisch rangehen. Wenn der erste Trailer irgendwas davon schon andeuten lässt, dann können wir uns immer noch auskotzen. Aber bis dahin will ich mir einfach jetzt in meinem Kopf vorstellen, dass der neue Jurassic-Film, auch wenn er Jurassic World heißt, ist mir vollkommen egal, dass der aber einfach ein richtig guter Dino-Film wird. Ein richtiger mit Spannung, mit guten Figuren. Das ist in meinem Kopf jetzt immer noch hier drin. Das kommt da erst raus, wenn wir den ersten Trailer gesehen haben. Warum stellt man jemanden ein, der keinen Bock hat, Filme zu drehen? Ich würde voll gerne einfach ab und zu mal große Filmbosse fragen, was da für die Entscheidung gesorgt hat. Das wäre auch total mein Interesse einfach mal. Ich habe das total oft, so gerne ich auch Jurassic Park 3 mag, wer hat entschieden, den sprechenden Raptor einzufügen im Flugzeug? Und wer hat dann auch noch gesagt, das ist es, das machen wir? Es bleibt ein Rätsel. Okay.